Swams. Schlechte Würfelnahme mit Stil, Folge 27, wie immer mit dem Yogi. Und Micha. Richtig, guten Abend, heute wieder remote. Das heißt, du musst jetzt gleich nicht weggucken, wenn ich meine vier Würfel in die Hand nehme. Und dich mal zum Auftakt wie immer raten lasse. Boah, war der Würfelteller heute leise. Ja. Aber die Würfel sind schon gefallen, sozusagen. Na klar. Und es ist natürlich ein, ich rate schon mal los, oder? Es ist natürlich eine 15 heute. Eine 15. Ich glaube, die habe ich beim letzten Mal auch nicht gesagt. Ich weiß es schon wieder gar nicht mehr. Aber ich glaube, es ist eine 15. Gesagt. Ja, jetzt nehmen wir eine 15. Und zwar, das mache ich mir jetzt ganz leicht. Eine 5, noch eine 5, eine 4 und eine 1. Oh. Jörg. Bitte? Ist das 15? Ja, das ist 15. Richtig wäre eine 12. Ja, das schaffe ich noch. Richtig wäre eine 12 gewesen. Nicht dein Ernst? Doch. Ah. Aber ich glaube, ich habe zweimal hintereinander 12 genommen. Ich glaube, ich habe wirklich zweimal hintereinander 12 genommen. Hast du gesagt, du hast letztes Mal schon 12 genommen. Du hast dreimal hintereinander 16 genommen. Ach so, oder so war es. Aber, ja. Soll ich was sagen? Du hast 3 Treffer. Das hast du noch nie geschafft. Oh. Es ist eine 5, eine 2 und eine 1 und eine 4. Verdammt, Hake. Das heißt, eigentlich hätte eine 5 nur auf die andere Seite drehen müssen. Habe ich bestimmt auch. Geistig. ja, oh nee. Na gut, egal. Naja, was sag ich, was heißt oh nee? Ich näher mich so, weißt du? So, das war schon ganz schön knapp. Eigentlich. So, also ja, nur eigentlich 3 Treffer. Drei Treffer und nur die andere Seite des Würfels. Genau, die Differenz ist da relativ ja egal schon, kann man sagen. Das stimmt. Ja, cool, ey. 3 Würfel. Ja, da kann ich heute Nacht gut schlafen. Da fühle ich mich direkt wieder mal direkt irgendwie viel besser mit der Nummer. Immerhin. Ja, gut, hast es geschafft. So, super. Ja. Gab es denn einen Kauf der Woche? Ein Kauf der Woche. Also, ich bin ja verhältnismäßig stolz auf mich, dass es gar nicht so viele Käufe gibt hier. Denn im Moment zieht hier eigentlich fast nichts ein. Obwohl lustig, genau heute, wo wir das hier aufzeichnen, habe ich natürlich so einen Instagram-Post gemacht, dass ich noch einen Einzug nachreichen muss. Und das wäre quasi auch mein Kauf der Woche, weil es auch, oder der letzten 2 Wochen, weil es auch der einzige ist, den ich überhaupt getätigt habe. Naja, sagen wir mal, es ist eine Bestellung. Und zwar habe ich mir das Indiana Jones Sands of Adventure gekauft von Funko Games. Bestimmt ein unterhaltsames, vielleicht auch nicht sehr gutes Spiel. Ja, da bin ich gespannt drauf, einfach weil Indie drauf ist. Ja, genau. Gibt es schon? Ne, ich hab's, ja, die sind auf jeden Fall auf dem Cover. Ich muss wirklich sagen, ich habe in dem Instagram-Post Folgendes geschrieben, ich habe auch geschrieben, die Kritiken von dem Spiel waren besser als die vom Film. Ja. Ja, aber es gibt ja nicht. Also, was ich bisher davon gehört habe. Bitte? Geht es um den letzten Film beim Spiel oder generell? Nee, ich gucke jetzt gerade mal, ich glaube nicht. Ich schau mal. Ja, jetzt, aber hier steht als Klappentext, wenn man so will. It's up to Indiana Jones and his friends to rescue the Ark of the Covenant before it falls into the wrong hands. Die so. Nazis. Ja, natürlich. So, und das ist hier, ja, es gibt sogar 4 detaillierte Miniaturen. Ja, da musst du halt, das Lustige daran ist, was für mich so der Unique Point war, was ich witzig fand, war einfach, da ist so eine Sanduhr, da muss man oben so Diamanten oder sowas reinschmeißen. Und das macht man, so lange kann man spielen, wirft die da rein, aber sobald das Ding dann Überhand gewinnt und dann anfängt sich zu drehen, dann fängt eine Zeit an zu laufen. Dann hat man so ein bisschen Echtzeit-Action da drin. Und ich finde, das klang irgendwie mal nach so einem Spielmechanismus, der ganz lustig ist und vielleicht mal was anderes als sonst. Da bin ich gespannt. Das müssen wir zusammen mal spielen. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich eine sehr gute Idee, muss ich sagen. Das werden wir sicherlich zeitnah erledigen, hoffe ich. Sehr dann werden wir natürlich berichten. Ja. Ja. Also das ist wirklich der einzige Kauf. Ich kann auch mal so ein,
Jetzt muss man aber dazu sagen, das Spiel, Funko Games sind ja gar nicht so teuer, ehrlicherweise, die meisten Spiele. Und dann, wenn man nur ein Spiel nimmt, kommt man natürlich auf die nicht versandkostenfrei dabei rum. Das ist aber clever gemacht. Ach so, ja, das haben die ja wirklich ja clever gemacht. Und dann hat der gute Yogi natürlich überlegt, ja, was machst du denn jetzt? Versandkosten stinken. Da guckst du auch mal, was da noch so in dem, was die noch so im Shop haben. Vielleicht kannst du noch was mitbestellen. Jetzt habe ich natürlich schon so Rear Window, also das Fenster zum Hof, E.T. und so, diese Spiele habe ich schon. Und dann habe ich ein Spiel entdeckt, Last Defense. You have 20 minutes to save the city. Und da geht es dann halt wirklich darum, ne, du. Ja, du musst halt, das dauert immer 20 Minuten, das Spiel. Immer. Nice. Ja, und du hast dann halt, du musst halt zusammenarbeiten, um dann irgendwelche Monster, die dann die Stadt angreifen, da zurückzuschlagen und so weiter. Und das habe ich dann hier zu meiner kleinen Sonntagsspielrunde schon mal mitgenommen und habe gesagt, die Regeln bei, von solchen Spielen, das sind zwei Seiten. Das kann man auch mal schnell on the fly lernen. Dann steht aber, du musst natürlich die Free Last Defense Audio Track App runterladen. Ja, weil du lässt dann halt so einen Audio-Track laufen in diesen 20 Minuten. Fand ich eigentlich ganz witzig. Und dann haben wir uns da gesessen, haben das Spiel ausgepackt und ich dachte, ja komm, dann lade ich mal schnell die App runter. Und dann gehe ich hier, da steht auch drauf, App Store, Google Play und was man so braucht. Und ich suche im Google Play ist und finde diese App nicht. Doch, ist sie. Also wäre sie, hätte ich nicht ein zu neues Handy. In meiner Version läuft diese App schon nicht mehr. Ich habe eine zu aktuelle Version. Ah ja, das heißt, wir müssen jetzt erst nachbessern. Ja, ich habe keine Ahnung. Das Spiel ist von, warte mal, ich glaube von 20. Und die App ist schon zu alt. Na super. Ja, habe ich auch gedacht, was ist das für eine geile Nummer? Dann habe ich, aber ich habe noch so ein altes Mini-Tablet. Dann habe ich mal den Google Play Store aufgemacht. Da habe ich die App gefunden. Da habe ich sie auch runterladen können. Das ist echt geil. Jetzt muss ich das mit dem Tablet machen. Aber ich fand das schon ein bisschen befremdlich, muss ich sagen, dass ich mit einem aktuelleren Handy diese App nicht mehr runterladen kann. Echt krass. Aber jetzt habe ich es noch nicht gespielt. Jetzt habe ich es natürlich noch nicht gespielt. Aber es sieht lustig aus. Aber das muss ich sagen, sowas finde ich schlecht, wenn sowas passiert. Ja, das muss ich verstehen. Mag ich auch nicht. Ja, bei mir gab es keinen Kauf der Woche, immer noch im kommt gerade nichts Modus. Heute ist von Amigo nur Schrödingers Katzen oder Katze angekommen. Ich glaube Katzen. Ja, Schrödingers Katzen. Das ist ja jetzt genau, so. Erst der Herbstneuheit, ja, die habe ich als Muster quasi bekommen, weil das ist jetzt schon erhältlich. Ist ja kein Kauf der Woche, ja. Aber da bin ich mal gespannt, ob das ein nettes Spielchen ist, ob das was kann. Ja, wer hat denn gesagt, das ist doch eigentlich nur ein Rebrand von einem anderen Spiel. Wer sagte das denn? Habe ich irgendwo schon eine Mini-Rezi zugehört, dass das nur quasi Neuauflage mit einem anderen Artwork, wenn man so will, ist als Kartenspiel. Ja, aber habe ich jetzt irgendwie vergessen. Ich werde es mir angucken. Das ist ja nur bei den Partnershops erschienen, bei den Amigo-Friend-Shops oder so ähnlich. Genau, das machen die durften das jetzt schon verkaufen. Was war letztes Jahr das Spiel, was vorher rauskam? Ich weiß es gerade nicht. Da haben sie halt auch schon einige Herbstseiten Neuheiten über die Partnershops vorher rausgebracht. Das haben sie dieses Jahr wieder gemacht. So ein bisschen pushen. Finde ich aber ganz nett. Genau. Ist auch in Ordnung. Ich meine, ist ein flottes Kartenspiel. So, ne? Nee, jetzt weiß ich, Bluff ist es. Bluff als Kartenspiel. Das können ja dann tatsächlich ganz witzig werden. Ja, ich sage ja keiner, dass das schlecht ist. Genau, es ist nur, genau, aber das es soll halt wirklich Bluff als Kartenspiel sein. Dann bin ich mal gespannt. Ja, und spielerisches Highlight, da muss ich sagen, wir haben Eons End Legacy zu Ende gespielt und es war großartig, das Finale. Großartig, oder? Ja. Ja, fand ich auch. Also das, ich habe quasi, ich muss sagen, ich habe zwei spielerische Highlights, glaube ich. Aber das Eons End Legacy zu beenden, war wieder großartig. Aber kennst du das? Es ist immer so ein bisschen schade, oder? Ja. Man will ja so ein Legacy-Game irgendwie fertig machen, ne? Aber wenn das dann durch ist, dann denkt man sich auch immer so ein bisschen, und jetzt? Genau. Ja, irgendwie ist das schon so, oder? Ja. Also, geht mir jedes Mal so. Also wir haben ja schon so zwei, drei Legacy-Games zusammen durchgespielt. Und da muss ich sagen, ja, war jedes Mal so. Krass. Ja, ich glaube, das muss ich auch, ist auch fast mein spielerisches Highlight. Ich muss sagen, letzte Wochenende hatte ich so ein bisschen so mein Ami-Trash-Weekend, ja.
fand ich auch ganz lustig, da haben wir freitags wirklich Zombieside gespielt. Es war vielleicht auch ein bisschen das Cool-Mini-Weekend, muss man fast schon sagen. Denn wir haben Freitag Zombieside, hier die Fort Hendrix-Kampagne gespielt. Samstags war ich dann verabredet, da habe ich dann Massive Darkness 2 kennenlernen dürfen. Und danach haben wir noch eine Runde Xulu Death May Die gespielt. Also da war wirklich das volle Programm von den guten Cool-Mini-Titeln. Overflow. Aber das macht auch Bock, muss man sagen. Ja. So, also Xulu Death May Die habe ich persönlich ja nicht, zum Beispiel nie unterstützt hier bei Kickstarter. Das war so eigentlich so völlig hirnrissig, denn ich liebe so Xulu-Themen. Ich finde das Universum mega spannend, ja. Und so solche Amitrash-Spiele oder Ameritrash, wie man es auch mal nennen will, liebe ich ja auch. Aber da habe ich so gesagt, nö, du hast jetzt so viel gebackt, das reicht jetzt erstmal. Das nimmst du nicht. Das ist das, ist das so ein gutes Spiel, was wir mal beim Dan gespielt haben, oder? Wo diese diese Filmepisoden drin sind, ne? Genau. Halt das ist ein bisschen. Ja, das ist so ein bisschen so puzzelig, ne? Also so, du kannst das so zusammenbauen, ne? Du kannst ja sagen, ich spiele jetzt dieses Szenario mit diesem großen Alten. So, du kannst das halt immer so ein bisschen zusammenbasteln. Ja, das ist sehr schön, ne? Und wenn du natürlich im Kickstarter warst, hast du natürlich noch viel mehr große Alte und noch viel mehr Szenarien und so, ne? Also, ja, ich kannst du halt viel machen. Dass da alles auf den Tisch hätte kommen können. Ja, das ist wirklich krass. Also, das ist aber selbst mit in der Retail-Version schon echt gut. Also, das muss man wirklich sagen. Also, da vermisst man eigentlich nichts. Ne, ich meine, klar, ich bin natürlich ein absoluter Fan von diesen Kickstarter-Sachen, weil diesen ganzen Zusatzstuff hat man natürlich gern. Aber grundsätzlich ist die Retail-Version schon ernsthaft gut. Ja, auf jeden Fall ist es geil. Und Massive Darkness 2 war ich ja sehr gespannt drauf, weil ich habe ja Massive Darkness 1 hier gebackt, ist ja auch so ein Dungeon-Crawler, den ich als One-Shot-Dungeon-Crawler ja richtig gut finde. Das funktioniert ganz gut. Aber die Kampagne, die man damals reingepackt hat, furchtbar schlecht ist. Weil du bist zu schnell, zu stark. Ja, nach Mission 3 gibt's kein Monster mehr, was dir irgendwie eine Gefahr darstellt. Und jetzt muss ich sagen, bei Massive Darkness 2, das haben wir dann gespielt und dann habe ich mal in die Regeln reingelesen, da gibt's keine Kampagne. Ist einfach nicht vorgesehen. Haben sie einfach weggelassen. Finde ich auch ehrlicherweise schlau. Nach dem Desaster von Massive Darkness 1. Dann kommen wir zum Thema der Woche. Ja. Na gut. Sonst quatschen wir uns fest. Kennen wir ja von uns. Ich habe da mal eine Frage. Kennst du noch den Film in Sat 1? Den Film in Sat 1? Oh Gott. Mir kommt das, war das diese, also mir sagt das absolut was. War das so deren Kinoabend oder so? Ja, ja, freitags oder samstags haben sie ja immer dann irgendwie einen Kino-Highlight gezeigt und das ja dann quasi den Film genannt. Ja, genau. Irgendwie sowas sage ich ja. Ne? Genau, der große Kinoabend. Ja. Krönst jetzt das Spiel des Jahres. Das Spiel des Jahres? Ja. Okay. Wie kröne ich das denn? Ich schmeiß dir die Spiel des Jahres-Titel um die Ohren und du ratest sie. Wer gewinnt? Mit dem Pappmiebel. Wieder gegeneinander, oder was? Ja. Und du darfst doch direkt anfangen mit Soloretto gegen Villa Paletti. Okay. Da kriege ich ja schon das erste Problem, weil Villa Paletti hat überhaupt nicht gespielt. Das schöne Stapelspiel mit den Ebenen hast du nicht gespielt. Oh. Nee, dann muss Soloretto hier gewinnen. Magst du das Legespiel? Ja, das passt schon. Passt schon. Ich finde, ja, also das wäre jetzt nicht mein erster Pick so im Regal, ne? Also, aber passt schon. Ich finde den Auswahlmechanismus toll, wie du an deine Plättchen kommst mit diesen Tierwagen und das ist schon ziemlich clever gelöst. Ja, und, das schon. Da jetzt kommt Deckbilder gegen Krimispiel. Dominion gegen Sherlock Holmes Kriminalkabinett. Finde ich schwierig. Weil Dominion ist natürlich, also du weißt genau, ich liebe Deckbuilding. Und Dominion ist ja quasi so ein bisschen der Urvater der Deckbuildings. Ja. Des modernen Deckbuildings auf jeden Fall so. Ich finde aber zum Beispiel die Sherlock Holmes, das habe ich jetzt ehrlicherweise auch noch nicht gespielt. Da habe ich aber viel Gutes von gehört. Und vor allen Dingen, weil es seiner Zeit ja so ein bisschen voraus war. Finde ich jetzt eigentlich schon ziemlich innovativ, muss ich gestehen. Und es hat sogar eine Neuauflage bekommen.
Ja, da stand ich auch schon mal vor, aber irgendwie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wieso ich mich dafür noch nicht so begeistern konnte. Also begeistern sicherlich schon, aber man muss es ja auch irgendwie spielen, ne? Aber ich glaube, da Deckbuilding meine Lieblingsmechanik ist, muss Dominion hier gewinnen. Dann, ich glaube, das kommt ein Spiel, was wahrscheinlich ungerechtfertigt den letzten Platz machen wird. Focus gegen Carcassonne. Ich glaube, Focus hat kaum einer von uns gespielt. Das ist auch das Spiel des Jahres, was du eigentlich auf dem Sekundärmarkt auch nicht kriegst. Ist das so? Jetzt muss ich, ohne Shit, jetzt hast du mich schon wieder. hatten wir das schon mal in einer anderen Folge bestimmt, ne? Irgendwie, das hatten wir bestimmt. Focus, F-O-K-O-S. Ich schau mal, Focus-Brettspiel. Spiel des Jahres 1981. Richtig. Okay, das sieht sehr abstrakt aus. Ein bisschen, ja, das, oh mein Gott. Ja, was war das zweite? Was tritt gegen Focus an? Das Plättchen-Legespiel und Dauerbrenner Carcassonne. Carcassonne gewinnt. Ich sage, Focus wird wahrscheinlich zu Unrecht weit unten landen auf dieser Liste. Dann gehen ich hatte es auch nicht gespielt. Dann gehen wir auf die Straße. Und auf die Schiene. Wir haben auf Achse gegen Dampfrost. Auf Achse habe ich geliebt. Das ist das Jahr 87 gegen das Jahr 84. Dann kriegt auf Achse hier den Auf Punkt Achse habe ich geliebt. Auf Achse kriegt den Punkt. Ja, das war ein tolles Spiel. Ich habe das auch rauf und runter gespielt. Ja, einfach Pickup in den LKWs. Ja, die waren so richtig schöne Plastik, kleine Plastik-LKWs sind so richtig nette. Also das ist so, auch so Pickup and Deliver in Reinform, ja. Plastik war das. Ja, genau. Genau, so richtig war ich so, ja, das wird halt keiner mehr machen. Aber genau, dieses weiche Plastik, exakt. Fand ich geil. Und dann hast du auch eine relativ große Autobahnkarte. Dann diese geil, Würfel, die wahren Würfel, die du dann da hochkant draufgestellt hast, damit das passt. Anhänger gab es leider nur als Kärtchen, nicht um zum Dranhängen. Stimmt. Jetzt, wo du sagst, boah, ja, jetzt ist das, wird immer lebendiger gerade, das spielen sie immer im Geiste. Ja, auf Achse, also ich meine, klar, also wenn du das heute spielen würdest, ist es natürlich absolut low, ne? Aber damals konnte das was, das kam oft auf den Tisch. Bei uns auch. Das steht auch bestimmt noch in irgendeinem Familienschrank der Familie rum. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Dann wird es klassisch mit Rummy Cup gegen Kneten mit Barbarossa. Gegen was? Entschuldigung. Barbarossa. Rummy Cup? Ach, Barbarossa. Ja, Kneten. Figur kneten musste. Oder immer noch, wenn man spielt. Ich muss sagen, Rummy Cup habe ich so oft, also jetzt natürlich Jahrzehnte gefühlt auch schon nicht mehr, aber damals haben wir sehr viel gezockt. Das haben wirklich viel gespielt. Ja, muss Rummy Cup gewinnen. So. Dann Adel verpflichtet gegen das Erzählspiel Dixit. Oh, das finde ich schwierig. Ja, mich hat Dixit nicht abgeholt. Ja, Dixit ist irgendwie auch was Besonderes, ne? Aber Adel verpflichtet, ja. Dann haben wir Drunter und Drüber gegen Codenames. Boah. Beides starke Spiele. Codenames, ja, hätte ich auch genommen. Mhm. Dann Kingdom Builder gegen King Domino. Ja. Ist mir egal. Das gibt's wahrscheinlich nicht, ne? Nein, mir egal gibt's nicht. Ich finde die beide irgendwie so gleich okay. Gleich okay? Kingdom Builder, ja, dann nehme ich, so dann nehme ich. Schlecht. Das ist ein sehr schwaches Spiel. Ich nehme einfach King Domino. Ja, ich nehme einfach King Domino. Dann Catan gegen Hase und Igel. Das ist gemein, weil, also Catan es natürlich einfach verdient hat, so theoretisch. Ja, das muss man einfach sagen. Aber Hase und Igel hat bei mir zu Hause eine größere Geschichte, weil das habe ich viel öfter gespielt früher. Viel öfter. So, boah. Also, vom Herzen her müsste man Hase und Igel nehmen. Also müsste ich persönlich Hase und Igel nehmen. Aber ich glaube, Catan ist das bessere Spiel. Und deshalb muss Catan trotzdem den Punkt kriegen.
Dann haben wir wildes Feuerwerke bauen mit Hanabi gegen abstraktes Plättchenlegen mit Quirkel. Hanabi. Das ist bei mir auch durchgefallen. Quirkel ist bei mir auch durchgefallen. Nicht funktioniert. Ich finde Quirkel furchtbar. Echt? Es ist halt genau meine Art von Spiel. Ich weiß, du magst das. Ich finde Quirkel furchtbar. Dann haben wir Zug um Zug gegen Umreifensbreite. Ja, Zug um Zug. Dann haben wir... Ja, da weiß ich, wer gewinnt, weil das Spiel des Jahres, was hier antritt, das magst du nicht, das eine. Café International muss gegen Pictures antreten. Ja, ist einfach, Café International. Es wäre aber wäre auch, wenn ich Pictures jetzt mehr mögen würde als gar nicht, wäre trotzdem Café International, weil ich das auch früher sehr viel gespielt habe und ich es immer sehr cool fand, dieses Plättchen-Legespiel, es war auch so ein Plättchen-Legespiel, wo du einfach so diese Gäste an diese Tisch verteilen musstest. Ne? Und musste man an die Bar gehen und am Anfang hast du noch Mini-Geldbeträge für die Bar gekriegt. Das hat immer Spaß gemacht. Bezahlen. Das hat immer Spaß gemacht. Ich glaube, wenn jetzt heute also im Spieleabend sagen würdest, so abends so, wir haben noch eine Stunde, wollen wir noch eine Runde Café International spielen? Ich würde so mitspielen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Das ist irgendwie so. Aber gucken wir mal, ob wir einen Nationentisch hinkriegen. Ja, total gut. Ja, hätte ich auf jeden Fall machen. Dann haben wir den Palast von Alhambra gegen Niagara. Lustig, dass Niagara letztens erst gespielt habe. Ja. Und darum nehme ich Niagara, weil ich Niagara sehr cool fand. Also das habe ich ja zum erst kennengelernt, muss ich sagen. Und dieses ganze Material mit diesen durchsichtigen Scheiben, die man da so schiebt, ne? Und dann mit seinen Booten, die man da. Das ist einfach cool. Das ist einfach gut. Hm? Dann tritt schon wieder, oder Zoloretto tritt zu seinem zweiten Battle an, diesmal gegen Keltis. Lustig, dass ich Keltis hier habe, Zoloretto nicht, aber ich glaube, ich nehme trotzdem Zoloretto. Bei Keltis habe ich nie verstanden, wieso das gewinnen konnte. Wahrscheinlich ja, ich nur als einen Vierspieler Lost Cities mit ein bisschen minimaler Variation war. Und Lost Cities ein echt gutes Spiel ist. Das Ding hat mir irgendwer geschenkt und seitdem steht es im Regal. Dann haben wir Villa Paletti gegen Keltis. Nicht Paletti. Oh, jetzt kommt, glaube ich, für dich eine schwere Entscheidung. Dominion gegen Scotland Yard. Ist gar nicht so schwer. Also ja, doch. Also rein theoretisch ist das schwer, weil Dominion ja eben der Urvater der Deckbilder. Aber ich liebe Scotland Yard. Konnte man auch schon öfters mal im Kanal sehen, wie sehr du das liebst. Ich mag das wirklich gerne. Darum bin ich doch Scotland Yard. Ich finde, das ist einfach, das ist so ein Spiel, mit den richtigen Leuten ist es einfach ein zeitloses Ding. Das funktioniert heute noch wie vor 20 Jahren. Oder noch älter. Ist ja noch älter. Ist ja 80er Jahre. Und, ja, 83. Also, ja, das ist, das funktioniert einfach immer noch, finde ich. Das kann man einfach immer noch mit den richtigen Leuten spielen. Also, das ist einfach geil. Haben wir Carcassonne gegen Tikal. Tikal. Oh. Da, den Titel in einem. Ich bin gar nicht so ein Carcassonne-Fan, muss ich gestehen. Bitte? Carcassonne hast du erst jetzt mit hier dem kooperativen Lieben gelernt, ne? Also das Kooperative mag ich tatsächlich, weil das auch bockschwer ist. Das ist nämlich überhaupt nicht einfach. Und das ist natürlich auch ein bisschen glücksabhängig, ehrlicherweise, ne? So, was sieht man jetzt für Plättchen und so? Aber das Kooperative, das Nebel über Carcassonne besitzt hier, ist das einzige Carcassonne, was ich habe. Und dabei wird es wahrscheinlich auch erstmal bleiben. Ja, also, aber gut. Es hat viele Fans, ich weiß. Und ist ja auch in Ordnung, aber für mich hat das nicht so abgeholt bisher. Ja. Naja. Also, was haben wir gesagt? Tikal, ne? Dann Tikal. Ja, dann haben wir Elfenland. Katzenalarm. Ja, ja, Hundealarm auch. Elfenland gegen Sagerland. Was ist denn nicht dein Ernst?
Ist für mich auch nicht so schwierig. Es gewinnt natürlich Sagerland. Denn Sagerland hatte ich früher zu Hause, habe ich viel gespielt. Elfenland hatte ich, warte, nicht zu Hause. Haben wir ja mal festgestellt, als wir das war, glaube ich. Ja, das haben wir ja auch schon besprochen hier, ja, im Podcast. Das war bei uns irgendwie mal mit in einer dieser Zeitreisen drin. Ja, genau. Da haben wir noch gesagt, wenn es einer mit zum Flohmarkt in Ratingen bringt, dann soll das da hinstellen, damit wir es kaufen können. Genau. So. Dann war schneller. Auch, irgendwer hat es mit, aber der war schneller und hat es gekauft. Ja, schöne Grüße, aber ja, deswegen haben wir es jetzt eben nicht gekauft. So. Na gut. Also, aber trotzdem Sagerland, weil ich da mehr Erinnerungen dran habe. Sagerland ist das mit den Bäumen, die man umdrehen kann. Genau, das war das. Ja. Musst du den Wald reinlaufen, gucken, wo die Märchen sind und dann zur Burg zurücklaufen. Ja, super gut. Aber das ist super gut. Da habe ich auf jeden Fall gute Erinnerungen an. So. Ja, sag ja, Katzenhundalarm. Ja, bei dir ist wirklich Action, wa? Ja, das ist, weil die Tür auf ist, damit ich höre, das Kind ganz viel Theater macht. Jetzt sind die alle hier und meinen jetzt gerade hier mal sich gegenseitig zu Ah, sehr schön. Unglaublich, ja. Krieg, Tierkrieg bei Michael zu Hause. Dann das Geliebte auf Achse gegen Mississippi Queen. Ja, dann, du hast es doch schon gesagt. Das Geliebte auf Achse. Na klar. Dann darf sich Dampfrost direkt als nächstes gegen Mississippi Queen versuchen. Das Duell der Transportmittel hier gerade. Ja, irgendwie schon. Ne? Hast du das thematisch sortiert oder was? Nee, macht der Papi. Ja. Dann lass mal überlegen. Weiß ich nicht. Ich glaube, die finde ich irgendwie beide gleich gut oder nicht gut oder wie auch immer. Dann nehme ich mal Mississippi Queen. Ja, dann hüpfen wir auch beide tatsächlich weg. Keins von den beiden bleibt stehen. Wir haben dann Rummy Cup gegen Turn und Taxis. Ich nehme weiter Rummy Cup. Bleibt Rummy Cup noch treu. Okay, dann darf noch sich dann darf sich Barbarossa gegen Turn und Taxis versuchen. Das sind so, weißt du, das sind alles so Titel, die sind alle so überholt gefühlt. Da ist mir ehrlich, ich nehme Barbarossa. Taxis funktioniert noch gut. Also du nimmst Barbarossa, ich hätte mich andersrum entschieden. Mhm. Adel verpflichtet gegen Torres. Adel verpflichtet. Ja, weil das mag ich wirklich gern. Ja, ist auch ja, das ist einfach ein gutes Spiel. Dann haben wir Dixit gegen Torres. Dixit. Ja, das geht mir genauso wie dir, ne? Dixit hat mich irgendwie nie so richtig getriggert. Tja. Torres eigentlich auch nicht. Aber. Tja, was soll ich sagen? Ich nehme mal Torres. Ja, ich glaube, Dixit. Ich war immer beim Mysterium, was Bilder angeht. Na. Dann haben wir Bluff gegen Heimlich und Co. Ah, das ist gemein, weil ich Bluff für ein gutes Spiel halte. Ja. Aber Heimlich und Co. hatte ich früher. Jetzt bin ich schon wieder in meiner eigenen Nostalgie gefangen. Ja, Mist. Die machen beide viel richtig, beide Spiele, aber die sind so komplett unterschiedlich, ne? Ja, finde ich auch. Ich nehme Heimlich und Co. So, da werden wahrscheinlich 90% der Leute, die uns jetzt zuhören, nämlich nicht Heimlich und Co. genommen haben. Und glaube, genau deshalb nehme ich Heimlich und Co. Ja, 100% am anderen in der Leitung hätten auch Bluff genommen. Ja, natürlich. Aber Bluff, also das ist auch eine gemeine Nummer, weil Bluff ist wirklich ein gutes Spiel. Ja, das macht ja auch Spaß. Ne? Das hat, ist aber ein Spaßfaktor. Ne? So, und das, aber das Heimlich und Co., da ist für mich der Nostalgiefaktor und der gewinnt jetzt ja einfach an der Stelle. Da haben wir Codenames gegen Manhattan. Mhm. Codenames. Dann drunter und drüber gegen Manhattan. Drunter und drüber. Oh, King Domino gegen Azul. Azul. Das Duell der Plättchen-Legespiele so ein bisschen. Oder der Fliesen. Nö, aber Azul finde ich halt so. Also Azul ist einfach. Azul wird irgendwann in diese Riege der Klassiker gehen. Oder wenn es ja nicht schon irgendwie angekommen ist. Und
zumindest das erste davon. So, ne? Das, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, Azul ist ja auch solide. Also ich finde das haptisch toll, das Material ist toll. Ja, okay. die Fliesensteinchen da, die sind großartig. Da hat man echt was Ordentliches abgeliefert. Also es wird auch nie mein Favorite werden, so, ne? Aber wenn wir jetzt mal sagen, wir spielen eine Runde Azul, wird es mich auch nie Nein sagen, so, ne? Warum denn dabei? Auch, ne? Ja, genau. Also passt schon. Ist gut. Ja, muss man sich auch nicht kaputt grübeln bei. Das funktioniert schon ziemlich gut. Nee, genau. Dann Catan und zum ersten Mal jetzt Cold Express, was hier antritt. Cold Express habe ich verkauft, Catan nicht. Dann gewinnt wohl Catan. Ja. Bei Cold Express habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein One-Trick-Pony mit dem Zug. Ja, also das ist schon ein gutes Spiel, ne? Das ist auch lustig und das macht auch Spaß, aber ich glaube, Catan ist einfach das nachhaltigere Ding. Nee. So. Und ja, ist es, glaube ich, schon. Ja. Also ich finde Cold Express auch kein schlechtes Teil, ne? Also das ist schon okay und sieht gut aus, hat eine tolle Tischpräsenz, aber trotzdem, nee, also Catan ist stärker. Dann Hase und Igel gegen Cold Express. Ja, muss Hase und Igel gewinnen. Aus reinem Nostalgiefaktor. Oh, jetzt sind wir hier aber ganz in der Neuzeit sozusagen. Micro Makro gegen Cascadia. Ja, habe ich beide auch gespielt. Also Micro Makro 1 habe ich komplett gespielt. Danach habe ich schon nicht mehr so viel davon gespielt. Cascadia, ja, pff. Also ich glaube, ich nehme, das ist schwer. Also ich glaube, ich nehme Micro Makro, weil Micro Makro, als das neu war, mich wirklich auch gefesselt hat und ich irgendwie das cooler fand und das irgendwie nachhaltiger fand, das öfter spielen wollte als Cascadia. So. Ja, weil es auch irgendwie so komplett neu war und vielleicht auch ein bisschen durch die Diskussion angefacht, ist es noch ein Spiel oder nicht, ne? Da kam halt viel zusammen. Ja, das auch. Richtig, genau. Mhm. Dann ja, also deswegen. Gegen Just One. Hanabi gegen Just One. Just One. Ja, großartiges Ding. Das Partyspiel. Turdy Sorge fürs nächste. Ja. Für den nächsten Battle steht fest. Zug um Zug gegen Camel Up. Okay. Finde ich auch, ist auch nicht so ganz einfach. Aber ich muss sagen. Zug um Zug ist, glaube ich, so der Klassiker, den einfach jeder so kennt und spielt. So. Also ist ja auch schon so ein Klassiker im Familienspielbereich. Aber Camel Up ist, glaube ich, aus meiner Sicht das Spiel, was ich eher mitzocken würde, nochmal Zug um Zug, wenn ich die Wahl hätte. Weil Camel Up irgendwie mehr Spaßfaktor ist. Da bin ich bei, da ist so ein bisschen dieser, da kommt mehr so ein bisschen noch dieser Spaßfaktor mit rein, genau. Das ist auch, auch so meine Meinung. Deswegen würde Camel Up gegen Zug um Zug gewinnen. Puh, jetzt wird's tough. Café International gegen El Grande. Für mich nicht. Weil ich El Grande ehrlicherweise nur durch Dan kennengelernt habe, der hat mir es ja erklärt und so. Und Café International fand ich gut. Und El Grande ist ja so ein Area Control, so ein bisschen, ne? So. Und das ist nicht so mein Spielstil und deshalb gewinnt Café International. Dann Pictures gegen El Grande. El Grande. Solo nee, Pictures, sorry. Ja, ich muss es nochmal sagen. So Pictures Tipp, ist wirklich. Nicht so, das weiß ich. Nee, ich verstehe das einfach nicht. Mir ist auch nicht klar. Also, es gibt bestimmt gute Gründe dafür, dass das Spiel des Jahres wurde. Und sorry an den PD-Verlag. Macht echt gute Spiele, aber Pictures war nicht meins. So. Entschuldigung. So, jetzt können wir zum nächsten kommen. Zoloretto gegen Niagara. Niagara. Dann Zoloretto gegen der Palast von Alhambra. Alhambra hat noch keinen Punkt. Der kriegt jetzt einen Punkt. Dann haben wir Tikal gegen Scotland Yard. Scotland Yard. Da wird es auch schwer, gegen anzukommen. Dann muss Tikal sich gegen Dominion behaupten. Nee, tut's nicht. Dann gewinnt Dominion. Und Tikal muss weiter dranbleiben. Diesmal was gegen Sherlock Holmes Kriminalkabinett. Ja, habe ich nicht so richtig gespielt. Ich gebe mal so ein, obwohl es, kann man da einen Punkt geben, obwohl man es nicht gespielt hat? Ja, finde ich irgendwie schwierig. Aber ich glaube, dass mir das mehr Spaß machen würde. Also Sherlock Holmes.
Auf Achse gegen Sagerland. So, jetzt zu zart. Boah. Vom Thema her, ja, war, oh Mann, ich finde beide gut. Boah. Sagerland. So, weiter. Auf Achse gegen Elfenland. Auf Achse. Mississippi Queen gegen Elfenland. Gute Frage. Elfenland kenne ich ja noch nicht. Ja, dann nehme ich Mississippi Queen. Mississippi Queen, ja? Dann Dampfross gegen Elfenland. Ja. Vom Thema her ist bestimmt Elfenland cooler als Dampfross. Ich gebe jetzt Elfenland mal einen Punkt. Wir wollten es ja auch haben eigentlich. Der solidarische Punkt erstmal. Dann haben wir Adel verpflichtet gegen Rummy Cup. Es hat beides sehr gutes Standing bei mir, muss ich sagen. Aber Adel verpflichtet ist das bessere Spiel. Ah, das würde ich auch sagen. Dann Torres gegen Rummy Cup. Eindeutig. Dann gewinnt nochmal den Nostalgiefaktor. Ja, er gewinnt nochmal Rummy Cup. Dann Torres gegen Barbarossa. Das ist mir eigentlich egal. Dann kriegt jetzt Torres mal einen Punkt. Dann Dixit gegen Barbarossa. Und jetzt kriegt auch mal Dixit einen Punkt. Jetzt 30 Jahre dazwischen, zwischen Codenames und Heimlich und Co. Heiliger Bimbam. Oh, das ist wieder so ein gemeines Ding. Das finde ich schwierig. Ich glaube, ich gehe mit Codenames hier. Dann drunter und drüber gegen Heimlich und Co. Da sind nur noch 5 Jahre zwischen, nicht mehr 30. Ja, dann nehme ich Heimlich und Co. Dann drunter und drüber gegen Bluff. Der Abstand wird kleiner. Noch 2 Bluff. Jahre Abstand. Danke für Bluff. Dann haben wir Catan gegen Azul. Oh, Backe. Ja, nach 2-3 leichten Entscheidungen jetzt nochmal eine harte. Ja, mal wieder eine harte. So, ich stelle mir jetzt die Frage, wenn du jetzt sagen würdest, wollen wir Catan oder Azul spielen, was spielen wir jetzt? Ich würde Azul spielen. Ich auch. Dann gewinnt Azul. Ja. Dann Catan gegen King Domino. Dann würde ich, glaube ich, lieber Catan spielen. Okay, ich hätte eher King Domino gespielt. Würdest du denn lieber Hase und Igel oder lieber King Domino spielen? Hase und Igel natürlich. Natürlich. Und Cold Express statt King Domino? Ja. Ja, oder? Ja, doch schon. Ja, würde ich. Just One möchte gegen Mikro Makro antreten. Na. Oh nein. Oh nein. Oh nein. So, ich habe mit beiden Spielen sehr viel Spaß gehabt. Das muss man wirklich sagen. Das ist eine gemeine Nummer. Ich nehme Just One. Und wie sieht's aus, wenn du dich zwischen Hanabi und Mikro Makro entscheiden musst? Dann nehme ich Mikro Makro. Und dann möchtest du lieber Hanabi oder Cascadia spielen? Ich glaube, dann möchte ich lieber Cascadia spielen. Spannend, spannend. Ja, zwei neue treten jetzt wieder an. Café International misst sich mit Camel ab. Boah. Boah. Ja. Ja, der Vergleich hinkt natürlich echt hart, ne? Aber also ich habe eben Café International ja sehr gelobt, ne, muss ich sagen. Aber ich gehe trotzdem mit Camel ab. In dem Vergleich würde ich einfach zu Camel abgehen. Es ist so ein bisschen leichter zu spielen und ja. Ja,
Ja, schon. Dann wollen wir lieber ins Café gehen oder wollen wir mit Zügen um die Welt reisen, bei Zug um Zug? Dann spiele ich Café. Ja, wäre ich auch dabei. Und wenn es El Grande oder Zug um Zug werden muss? Da möchte ich Zug um Zug spielen. Es wankt hin und her. Ja, ich gucke ja immer, was habe ich für einen Vergleich, ne? Was, ja. Wenn ich jetzt was für dich im Regal stehen würde, und dann würde ich lieber Zug um Zug spielen. So. Das ist schon richtig. Ist ja auch kein schlechtes Spiel, ne? Nee, so. Auf keinen Fall. El Grande ist stehen geblieben. Ja. Und neu daneben hat sich um Reifensbreite positioniert. Ja, dann spielen wir um Reifenbreite. Oder Reifensbreite. Als nächstes würden wir gerne Scotland Yard mit dir spielen oder Niagara. Spielen wir beides. Das ist für einen Spieleabend ist Zeit für beides. Womit fangen wir an? Ich fange mit Scotland Yard an, weil das länger dauern könnte. Ja, dann haben die Leute aber jetzt gedacht, wollen wir wirklich Niagara spielen oder wollen wir nicht lieber Dominion spielen? Nee, wollen wir nicht. Wir wollen lieber Niagara spielen. Und dann ist ja Niagara fertig. Dann stellt sich jetzt die Frage, wollen wir Dominion spielen oder Alhambra? Muss noch früher machen. Dominion schon mal, jetzt, wo Dominion schon mal auf dem Tisch war, eben, dann brauchen wir es ja nicht zurückräumen, oder? Dann haben wir Sherlock Holmes gegen Alhambra. So, jetzt kriegt Alhambra den bunten Gummipunkt hier an der Stelle. Das hat nämlich noch keins bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist aber auch ein verdammt gutes Spiel. Ja, deswegen kriegt sie jetzt auch einen Punkt. Dann war Sherlock Holmes gegen Zoloretto. Also wenn ich die Wahl zwischen einem Plättchen-Legespiel habe und einem Deduktionsspiel, sage ich mal, dann gewinnt Sherlock Holmes. Dann Tikal gegen Zoloretto. Das ist schon wieder so ein komisches Ding. Zoloretto. Das kriegt doch den Punkt. Dann haben wir Tikal gegen Villa Paletti. Jetzt gewinnt Tikal. War zu erwarten. Carcassonne gegen Villa Paletti. Direkt die nacheinander folgenden 2001 jetzt gewinnt und 2002. Auch, jetzt gewinnt sogar Carcassonne. Dann Focus gegen Villa Paletti. Ist das der Rauschmeißer an dem Spieleabend oder wie ist das? Ist das dann, wo man die Bahn noch kriegen muss und leider nicht mehr mitspielen kann? So, ich weiß gar nicht, ob ich wieder Paletti schon einen Punkt gegeben habe. Da ich aber eigentlich, weil das für mich der Rauschmeißer ist, kriege ich jetzt Fokus den Punkt. Einfach damit er einen hat. So. Dann haben wir Adel verpflichtet gegen Sagerland. Ja, muss ich leider Adel verpflichtet einen Punkt geben. Also ich finde Sagerland auch großartig, aber das ist, oder fand ich damals großartig. Aber Adel verpflichtet finde ich noch großartig. Rummy Cup gegen Sagerland. Sagerland. Dann Rummy Cup gegen Auf Achse. Auf Achse. Dann haben wir jetzt kommen die ganz schönen Titel nur. Rummy Cup gegen Mississippi Queen. Rummy Cup. Na, Rummy Cup wird, glaube ich, gerade durchgereicht. Rummy Cup gegen Elfenland. Wie gesagt, Elfenland kenne ich ja nicht. Er muss Rummy Cup nehmen. Dann Torres gegen Elfenland. Torres. Dixit gegen Elfenland. Kann Rummy Cup wieder Punkte gut machen. Ja, vor allem, was soll ich jetzt sagen? Also, es ist ja immer noch das gleiche Spielchen. Was hat man gesagt? Was ist jetzt das erste gegen Elfenland? Ja, müssen wir da Dixit nehmen. Barbarossa gegen Elfenland. Ja, oh, komm bitte. Ja, komm, Barbarossa. Elfenland bleibt immer noch stehen. Turn und Taxis gegen Elfenland. Dann ist es wohl Turn und Taxis. Dann kommt jetzt Azul gegen Codenames. Elfenland ist von seiner Niederlagenserie befreit erstmal. Ja, ist nett. Endlich rausgeschmissen, jetzt verstanden. Nee, aber dann Azul gegen Codenames. Ja, ich glaube, dann ist Codenames mein Favorite. Azul gegen Heimlich und Co. Heimlich und Co.
Azul gegen Bluff. Ich nehme Bluff. Bei Bluff. Azul gegen drunter und drüber. Jetzt nehme ich Azul. Ja, dann haben wir als nächstes Katan gegen drunter und drüber. Katan. Drunter und drüber bleibt stehen, möchte sich aber mit Hase und Igel messen. Dann muss Hase und Igel gewinnen. Muss. Wird dazu allerdings benötigt. Colt Express gegen drunter und drüber. Ich glaube, jetzt gebe ich Colt Express Punkte. King Domino gegen drunter und drüber. Ich glaube, King Domino hat auch noch keinen Punkt. Bin ich sicher. Kingdom Builder gegen drunter und drüber. Da muss drunter und drüber gewinnen. Kingdom Builder gegen Manhattan. Ja, gute Frage. Dann gebe ich mal Manhattan den Punkt. Camel Up gegen Just One. Boah, schwierig. Ich glaube, dann ist es Just One. Ich glaube, wäre es bei mir auch geworden. Camel Up gegen Nico also, Makro. Ja, ja, ist schon hart, ne? Das ist echt schon eine harte Frage. Ja, Camel Up gegen Just One. Aber Camel Up gegen Mikro Makro ist nicht leichter. Nee, finde ich auch nicht. Also Mikro Makro ist schon echt cool. Aber das ist halt kein Spiel, was du mit mehr als zwei Leuten machen solltest. Finde ich. Mikro Makro, da müssen ja auch. So, und Camel Up ist einfach ein lustigeres Spiel. Ich glaube, Camel Up kriegt hier den Punkt in dem Vergleich. Dann Café International gegen Mikro Makro. Ja. Mikro Makro kriegt den Punkt. Café International gegen Cascadia. Also wenn ich jetzt im Plättchen-Legespiel gegen Plättchen-Legespiel geht, würde ich glaube ich lieber, also wenn du mir beide hinhalten würdest, würde ich glaube ich Café International spielen. Ja. Kann ich. Obwohl, schwierige Entscheidung. Ich glaube, es ist tagesformabhängig. Jetzt gerade wäre es vielleicht Café International. Vielleicht wäre es morgen schon Cascadia. Ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Zug um Zug gegen Cascadia. Dann finde ich, glaube ich, Cascadia cooler. Dann haben wir Zug um Zug gegen Hanabi. Das ist Zug um Zug cooler. Dann haben wir um Reifensbreite gegen Hanabi. Hanabi. Um Reifensbreite gegen Quirkel. Ja, dann gewinnt die Reifensbreite. El Grande gegen Quirkel. El Grande. Pictures gegen Quirkel. So. Jetzt hast du wirklich einen Rausschmeißer gefunden. Ja, das wird überhaupt gar nichts von beiden gespielt, ja. Wenn nur die beiden Spiele sind, dann fällt der Spieler leider aus. So, ja. Quirkel. Ja, weiß ich nicht. Pictures. Adel verpflichtet gegen Scotland Yard. So gemein. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, finde ich beide so gut. Ich glaube, ja. Adel verpflichtet. Jetzt nicht unbedingt erwartet. Sagerland gegen Scotland Yard. Der Jahrgang 82 Scotland gegen den Yard. Jahrgang 83. Da gewinnt Scotland Yard. Scotland Yard. Okay. Ja, da gewinnt auf jeden Fall Scotland Yard. Dann Sagerland gegen Niagara. Finde ich auch schwer. Sagerland. Auf Achse gegen Niagara. Ja, ich glaube, da ist Niagara das. Niagara habe ich erst eineinhalb Mal gespielt, so ungefähr. Auf Achse schon weiß ich hier oft.
Ja, ich glaube, das coolere Spiel, also ich glaube, so am Ende das taktischere Spiel ist schon irgendwie Niagara. Und ich glaube, dann ist Niagara auch das bessere Spiel. Dann haben wir auf Achse gegen Dominion. Dominion. Auf Achse gegen Alhambra. Da bin ich wieder auf Achse. Da dürfen wir die LKWs los. Mississippi Queen gegen Alhambra. Alhambra. Mississippi Queen gegen Sherlock Holmes Criminal Cabinet. Tja, Sherlock Holmes. Dann Mississippi Queen gegen Zolo Retto. Da liegen auch mal eben 10 Jahre zwischen 97 und 2007. Ja, das ist krass, ne? Zolo Retto. Dann Mississippi Queen gegen Tikal. Tikal. Dann Mississippi Queen gegen Carcassonne. Gute Frage. Nehme ich mal. Ja, ich weiß nicht. Nehme ich Carcassonne. Mississippi Queen gegen Focus. Mississippi Queen soll gar nicht mehr verschwinden. Rummy Cup gegen Focus. Das ist auch 80 gegen 81. Rummy Cup. Torres gegen Focus. Ja, jetzt wird Focus durchgereicht. Torres. Ja, ich auch. Dixit gegen Focus. Dixit. Mal gucken, wie lange Focus noch stehen bleibt. Focus gegen Barbarossa. Ja, Barbarossa. Turn und Taxis gegen Focus. Turn und Taxis. Das ist nicht so schwierig gerade. Ja, Elfenland gegen Focus. Ja, das wird der. Elfenland hat. Komm, jetzt kriegt Elfenland auch mal einen Punkt. Das wird das. Dieses ist einfach das Spiel, was halt kaum einer gespielt hat, weil es so schwer zu kriegen ist. Und so, wir halt noch sehr jung waren, als es erschienen ist. Ist leider so. Ja. Dampfrost gegen Focus. Ja, muss ich Dampfrost geben, den Punkt. Ja, ist leider so. Dann haben wir Just One gegen Codenames. Oh. Boah. Zwei schon ein bisschen ähnliche Spiele, ne? Nicht so richtig, also nicht so komplett ähnlich, aber nicht komplett gleich. Also so. Finde ich beide, ich finde sie beide großartig. Aber ich glaube, und ich glaube es wirklich, dass einfach Just One einfacher auf den Tisch zu bekommen ist als Codenames. Vor allem, weil die Regel ja so pillow ist, ja, das ist ja wirklich, also das ist ja, ja, muss man Just One nehmen. Camel Up gegen Codenames und liegen nur 2 Jahre auseinander. Krass. Das ist echt eine gute Frage. Würde ich beides mitspielen? Ich glaube Codenames. Camel Up gegen Heimlich und Co. Ja, also ich glaube, dann ist Camel Up dann schon modernere und bessere Spiel an der Stelle. Mhm. Mikro Makro gegen Heimlich und Co. Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich würde eher Mikro Makro spielen, ja. Ja, ich auch. Café International gegen Heimlich und Co. Ich glaube, dann würde ich Heimlich und Co. jetzt mal wieder spielen. Einfach krass. Ja, ich wäre, glaube ich, bei Kaffee geblieben und Heimlich und Co. Ja, ich finde das auch gut. Also, aber Kaffee habe ich schon so oft jetzt gesagt, dass ich das gut finde. Und Heimlich und Co., weiß ich nicht, hat noch einen Punkt verdient. Dann haben wir Kaffee International gegen Bluff. Das finde ich schwierig. Ich nehme das Kaffee. Cascadia gegen Bluff. Da werde ich wahrscheinlich, da werden auch übrigens viele andere viele sein. Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wie kann der Yogi? Ja, ist richtig. Cascadia gegen Bluff. Ja, muss ich Bluff sagen jetzt. Jetzt da kommt der Bluff-Punkt. Da ist er. Cascadia gegen Azul. Cascadia. Zug um Zug gegen Azul. Azul. Zug um Zug gegen Katar. Katar ist ohne Erweiterung, ne? Also ja, Zug natürlich. Um Zug. Ich nehme jetzt Zug um Zug.
Hanabi gegen Catan. Alle sind ohne Erweiterung Catan beim Spiel des Jahres. Catan. Außer es ist direkt was im Basisspiel drin, klar. Ja, ja, klar. Nee, Catan. Hanabi gegen Hase und Igel. Hase und Igel. Hanabi gegen Colt Express. Also so ein Duell, was nah beieinander liegt. Jetzt wieder Duos hier irgendwie. Hanabi, ja, Hanabi ist so, so irgendwie. Dann nehme ich jetzt mal Colt Express. Hanabi gegen King Domino. Dann kriege ich jetzt King Domino einen Punkt. Hanabi gegen drunter und drüber. Jetzt kriege ich Hanabi nochmal einen Punkt. Dann haben wir um Reifens Breite gegen drunter und drüber. Auch wieder 91 gegen 92. Direkt zum Nachfolgerduell drunter und drüber. 91 um Reifens Breite 92. Jetzt nehme ich die Reifensbreite. Dann El Grande gegen drunter und drüber. Jetzt nehme ich drunter und drüber. El Grande gegen Manhattan. Jetzt nehme ich El Grande. Ich warte ja noch auf Hase und Igel gegen Cascadia, aber das hatten wir noch nicht. Jetzt kommt erstmal Pictures gegen Manhattan. Manhattan. Pictures gegen Kingdom Builder. Ja, ist beides nicht sehr gut bei schwach mir. Schwach gegen schwach. Ja, ich nehme jetzt trotzdem Kingdom Builder. Just One gegen Adel verpflichtet. Völlig unterschiedliche Titel, beides sehr gute Titel. Beide mit Karten. Beides sehr, sehr gute Titel, ja, boah. Also, ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, spiele ich lieber Adel verpflichtet. Ja, könnte ich sogar, oder kann ich sogar nachvollziehen. Ja. Ist nur so ein bisschen der Ärgerfaktor, der da durchaus mal durchkommen kann. Viel drin im Spiel. Ja, das ist einfach nett, aber es ist nicht zu hart, weißt du? Es ist nicht zu hart, aber ein bisschen die Schadenfreude kommt da dann schon mal durch bei dem Spiel. Das ist auf jeden Fall. Dann haben wir Just One gegen Scotland Yard. Tja. Just One. Codenames gegen Scotland Yard. So Agenten mein Liebling. Auf unterschiedliche schönes Scotland Yard wird gerade kaputt gemacht. Ja, total. Hier gebe ich nochmal Scotland Yard den Punkt. Nee, ich kann ja nicht nur die leichten Gegner kriegen, Scotland Yard. Nein, auf jeden Fall. Scotland Yard kriegt den Punkt. Größeren Brocken sozusagen antreten. Codenames gegen Sagerland. Na, ich glaube, da ist Codenames schon das bessere Spiel inzwischen. Ja. Da haben wir Camel Up gegen Sagerland. Auch hier ist Camel Up das bessere Spiel inzwischen. Mikro-Makro gegen Sagerland. Hey, müssen wir bei beiden was suchen. Ja, stimmt. Eigentlich fast dasselbe. Fast das gleiche gefühlt. Spiel. So nah beieinander. Ja, aber ich glaube, hier ist auch Mikro-Makro das Beste. Heimlich und Co. gegen Sagerland. Da ist übrigens zeitlich wieder ein bisschen dichter beisammen. Jetzt kriegt Sagerland den Punkt, weil ich habe jetzt Sagerland fünfmal gedisst in Folge. Jetzt kriegt Sagerland den Punkt. Heimlich und Co. müsste sich dann gegen Niagara behaupten. Niagara gewinnt. Heimlich und Co. gegen Dominion. Boah. Das arme Heimlich und Co. Dominion. Ja, war zu erwarten. Ja, dann Heimlich und Co. von 86 gegen Auf Achse von 87. Also ich glaube, Heimlich und Co. ist hier das bessere Spiel. Ernsthaft? Krass. Das macht irgendwie mehr. Ich weiß nicht. Also Auf Achse, ja, Auf Achse ist aber irgendwie simpler, oder? Weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht. Obwohl eigentlich machst du Auf Achse im Grunde Auftragserfüllung und kannst halt wenig tun gegen das, was der Gegner macht. Bei Heimlich und Co. so ein bisschen, ja, ist ein bisschen mehr drin. Das deswegen. Dann würde ich Heimlich und Co. das aus Grund, obwohl ich Auf Achse auch großartig finde, wie gesagt. Aber. Ja, Auf Achse kriegt noch eine Chance, diesmal gegen Café International. Das ist auch gemein. Tja. Ich habe Café International wahrscheinlich noch öfter gespielt als Auf Achse. Ja, wahrscheinlich. Ja, Café. Bluff gegen Auf Achse. Nee, Auf Achse. Wird nicht leichter. Nee, ich nehme Auf Achse. Bluff gegen
der Palast von Alhambra. Da liegen auch mal geschmeidig 10 Jahre zwischen 93. Ja, und da würde ich aber trotzdem Bluff nehmen. Dann haben wir Cascadia gegen Alhambra. Ja, dann bin ich bei Cascadia. Azul gegen Alhambra. Azul. Zug um Zug gegen Alhambra. Aber jetzt das von 2004, Zug um Zug gegen Alhambra von 2003. Diese Nachfolger sind besonders spannend, finde ich. Ja, dann Zug um Zug gegen Sherlock Holmes. Ja, ich glaube, Sherlock Holmes ist das beste Spiel. Zug um Zug gegen Zoloretto. Das Z-Duell. Ja, ist für mich eindeutig auch, ist für mich Zug um Zug tatsächlich. Dann haben wir Catan gegen Zoloretto. Ist Catan. Ja, hätte ich auch gesagt. Hase und Igel gegen Zoloretto. Hase und Igel. Cold Express gegen Zoloretto. Ja, nehme ich Cold Express. King Domino gegen Zoloretto. Auch hier wieder 10 Jahre zwischen 2007 Zoloretto und 2017 King Domino. Dann King Domino gegen Tikal. King Domino. Hat nochmal einen Punkt verdient. Hanabi gegen Tikal. Hat schon ein paar bekommen von dir, King Domino. Ja, Tikal. Hanabi gegen Carcassonne. Ja, Hanabi. Gleich ist der Balken auch voll. Um Reifensbreite gegen Carcassonne. Da nehme ich Reifensbreite. Drunter und drüber gegen Carcassonne. Jetzt war wieder die 10 Jahre. 91 gegen 2001. Was sagst du? Drunter und drüber. Ja, drunter und drüber. Dann El Grande gegen Carcassonne. Jetzt kriegt Carcassonne nochmal einen Punkt. El Grande gegen Mississippi Queen. Ja, jetzt kriegt El Grande nochmal einen Punkt. Manhattan gegen Mississippi Queen. Tja, beides irgendwie. Mississippi Queen. Dann Manhattan gegen Rummy Cup. Zurück zu den frühen Jahren. Nehme ich Rummy Cup. Jahres. Manhattan gegen Torres. Torres. Manhattan gegen Dixit. Dixit. Manhattan muss weiter hier versuchen, mal zu gewinnen gegen sie. Diesmal gegen Barbarossa. Ja, jetzt gewinn's mal. Kingdom Builder gegen Barbarossa. Jetzt gewinnt wieder der Barbarossa. Geben wir den Punkt wieder zurück. Kingdom Builder gegen Turn und Taxis. Turn und Taxis. Kingdom Builder gegen Elfenland. Tja. Jetzt kriegt Kingdom Builder mal einen Punkt. Pictures. Aber nur weil Elfenland einfach nicht gespielt hat. Kann ich nicht sagen. Pictures gegen Elfenland. Dann kriegt Elfenland trotzdem einen Punkt. Weil du Pictures überhaupt nicht so abkannst. Pictures gegen Dampfrost. Richtig. Ist leider tot. Dampfrost. Pictures gegen Focus. Ich glaube, dann würde ich eher Pictures spielen. Dann jetzt Focus, glaube ich, nochmal durchgereicht. Quirkel gegen Focus. Da liegt nochmal eben 30 Jahre. Ja, das sind alles die Rauschmeißerspiele für mich. Dann nehme ich Quirkel. Boah. Ja, und damit sind wir durch. Was? Ja. Okay. Ich sehe gerade, auf Achse kriegt man bei Kleinanzeigen für 5 Euro. Ja, das ist halt auch sehr weit verbreitet. Ja, dann schauen wir doch mal, wo wir gelandet sind. 44. Ja, ich glaube, Adel verpflichtet ist ziemlich hoch. Ich glaube, es hat nie verloren oder nicht sehr oft verloren. Überleg gerade, was hat noch? Hase und Igel wird stark sein. Und tja, gute Frage. Und Just One ist stark.
Also mal gespannt. Also ganz weit unten tatsächlich für mich auch eines der schlechtesten Spiel des Jahres Titel oder Keltis. Ja, okay. Aber habe ich auch nicht so oft gespielt, habe ich auch nicht so abgeholt. Für mich auch tatsächlich lieber einen Lost Cities zu zweit als Keltis. Ja. Tatsächlich so. Genau. Dann haben wir in aufsteigender Reihenfolge Villa Paletti, Focus, dann zu erwarten auch weiter unten bei die Quirkel und Pictures. Dann folgte Dampfross, Elfenland, Kingdom Builder, Touren und Taxis. Auf Platz 35 haben wir dann Barbarossa, gefolgt von Manhattan, Dixit und Torres. Rummy Cup hat es immerhin auf die 31 geschafft. Das hat ein paar Punkte gekriegt. Ja, Mississippi Queen kommt dann auf der 30, El Grande auf der 29. Carcassonne schafft es auf die 28 und dann kommt drunter und drüber und um Reifensbreite. Auf der 25 haben wir dann Hanabi, gefolgt von Tikal, King Domino, Zoloretto und Colt Express auf den Plätzen 24 bis 21. Ja, dann den Hase und Igel, den du so weit oben erwartet hättest, der landet hier nur auf der 20. Echt? Ich gedacht, ich öfter. Hat wohl ein, zwei Mal dann doch noch mehr verloren als gedacht. Die 19 holt sich Katan. Die 18 Zug um Zug. Die 17 Sherlock Holmes. 16 der Palast von Alhambra. 15 Azul. 14 Cascadia. Okay, doch 13, ganz gut. Ja, auf 13 Bluff. Auf der 12 auf Achse. Knapp an der Top 10 vorbei auf Platz 11. Café International. Ah, schade eigentlich. Ne? Also Top 10 Platz hätte schon verdient. Dann haben wir noch 10. Auf Platz 10 von 1986. Heimlich und Co. Ja. Wahrscheinlich war das dieses letzte Duell zwischen Heimlich und Co. auf Achse, was es da noch hochgeschoben hat. Könnte wahrscheinlich sein. Ja. Auf Platz 9. Der Deckbilder Dominion von 2009. Ja. Musste auch in die Top 10 kommen. Also, irgendwie schon. Auf Platz 8. Niagara von 2005. Auf Platz 7. Cooles Ding. Das Spiel des Jahres 1982 namens Sagerland. Cooles Ding. Auf Platz 6. Die Kriminalfälle, die gelöst werden wollen von 2021. Mikro Makro. Ja, auch einfach ein gutes Ding. Auf Platz 5 von 2014, Gruß an den Teddy, Camel Up. Ja, aber ist auch schön. Muss man einfach mal sagen. Platz 4, 2016er Spiel, Codenames. Ah, okay. Ja, also ich glaube, mit einem Titel kam ich schon mal klar. Jetzt kommen die auf Top 3. Auf Platz 3. Die Suche nach Mr. X von 1983, Scotland Yard. Yes, baby, Scotland Yard, sensationell, richtig gutes Ding. Den zweiten Platz hat sich Just One von 2019, also das Spiel des Jahres 2019, geholt. Ja, hast du ja auch so Mute, dass es weit oben ist. Und mit ganz weit oben, da hast du schon recht, den ersten Platz hat sich tatsächlich Adel verpflichtet geholt. Ja, ist einfach stark. Das macht einfach immer noch richtig Bock. So, das ist einfach ein richtig gutes Ding. So, da muss man einfach sagen, das kannst du immer, kann man immer spielen, finde ich, immer noch. Das ist einfach irgendwie zeitlos gut. So, dann das Just One. Da habe ich mich echt gefragt, als das kam, warum ist das nicht schon vorher einem eingefallen? Ja. Weil das so simpel so ist. So simpel. Ja, hier ist ein müssen Wort, wir ernsthaft mal sagen. Ein Wort dazu und dann rate, was es ist. Ja. Richtig krass. Aber das funktioniert aber auch. Da muss ja keinem eine Regel erklären. Mhm. So richtig. Ne? So, das ist einfach richtig gut. Ja. Stark. Ja, und Scotland Yard finde ich einfach geil. Das ist aber mein persönlicher Spleen. So. Ja, aber ich. Das mögen das Leute anders sehen. Das mag auch vielleicht schlechter gealtert sein, als ich das so wahrnehme. Aber für mich ist das ein Top-Spiel. Also Scotland Yard steht und fällt mit den Spielern. Es steht und fällt mit den Spielern. Wenn die Jäger gut sind, Mr. X gut sind, dann macht das richtig Laune. So. Das ist einfach geil dann. Aber auch nur dann. Ne?
Ah, gut. Aber soll ich sagen. Ja, geil. Aber das war sehr cool irgendwie. Obwohl, da stelle ich auch mal wieder fest, dass nicht jedes Spiel des Jahres so meins ist, ne? Ganz ehrlich nicht. Ja, aber das ist ja normal. Ich meine, das kann auch nicht jedes Spiel für jeden was sein. Wäre ja auch dann irgendwie langweilig, wenn es nur eine Zielgruppe für Spiele gäbe. Das macht ja auch das Hobby so ein bisschen aus. Das ist so ein breites Spektrum. Ja, das stimmt natürlich. Ne? Ja, das stimmt natürlich. So sehr du auch Deckbuilding liebst, aber wenn du irgendwann nur noch Deckbuilding zur Auswahl hättest, dann würdest du, glaube ich, auch die Freude am Hobby verlieren. Auf jeden Fall. Also ich freue mich dann immer, wenn wieder mal ein Deckbuilder gespielt wird. So, dann freue ich mich besonders drauf, aber ich freue mich auch absolut über andere Sachen. Also das ist, die Abwechslung macht das ja so aus, das ganze Hobby, finde ich halt auch. Ne? Das, ich meine, dann auch mal Pictures gewinnt oder Quirkel gewinnt oder so, das ist ja auch völlig in Ordnung so. Ne? Also nur weil ich das jetzt nicht mag, ist das ja jetzt kein schlechter Pick oder so an sich. Ja. Ne? Und es hat ja auch genug Fans. Also es ist ja auch, ist ja jetzt mein persönliches Empfinden, ne? Dass das einfach nichts für mich ist. Aber das muss ja trotzdem, dass, wenn da viele Leute Spaß an Pictures haben, auf jeden Fall gerne. Ne? So super. Aber ist jetzt, ich muss halt nicht in meinem Regal stehen. Ist jetzt ja auch tatsächlich eine Liste. Da ist halt null Aussagekraft hinter, also, ne? In dem Sinne, dass Adel verpflichtet jetzt nicht unbedingt das beste Spiel des Jahres sein muss, sondern das ist ja tatsächlich jetzt das, was Jogi jetzt hier mal eben sich zusammengeraten hat oder zusammengewertet hat. Ja, gut, aber man muss schon sagen, also das wäre für mich schon weit oben. Weil es einfach, ja, für dich schon, weil, aber es heißt nicht, dass es, wenn man jetzt dieses Rating mit 1000 Leuten machen würde, heißt es nicht, dass Adel verpflichtet da oben landen müsste. Wahrscheinlich wäre es da auch nicht. Weil die meisten Leute würden wahrscheinlich so aktuellere Titel wie Cascadia und so sehr weit oben sehen, gehe ich von aus. Weil es ist ja bei diesen Spielen immer der entscheidende Punkt, wie gut altert so ein Ding. Mhm. Ne? Und wenn du dir heute Dampfross, Barbarossa und sowas anguckst, Mississippi Queen und so, Mississippi und weiß nicht, was dann Hase und Igel, ja, das geht vielleicht sogar. Aber ja, oder sagen wir, weiß ich nicht, was haben wir noch? Hase und Igel, Sagerland, die ich jetzt eigentlich ganz gut fand irgendwie. Aber sind wir ehrlich, das sind Spiele, ja, damit lockst du heute keinen mehr, ne? So, das ist einfach so. Und das sind für mich auch eher Nostalgiepunkte, als dass das jetzt ernsthaft ein Thema für mich wäre, die jetzt auf den Tisch zu bringen. So, ne? Ja, da sind wir vielleicht. Da ist ja gute Erinnerung dran. Ein bisschen zu sehr dann auch Vielspieler und in der Blase drin. Also ich glaube, so der ein oder andere Titel, der jetzt schon so seine 15, 20 Jahre auf dem Buckel hat, kommt durchaus noch ganz viel auf den Tisch. Ja, nur bei uns halt eher nicht. Also, wenn ich dann an Carcassonne denke, das ist von 2001, das wird noch massig gespielt, ne? Ja, Carcassonne ist ein Ausnahmetitel daraus. In Soloretto wird auch noch super viel gespielt. In Catan. Ja, vielleicht, ja nicht Catan. Mehr, vielleicht nicht mehr in seiner reinen Grundbox, sondern eher ne, mit der einen oder anderen Erweiterung. Aber es hat auch so ein Spiel, das ist von 95 oder das 95 Spiel des Jahres geworden, kommt immer noch auf den Tisch. Dominion lebt auch immer noch. Ja, ja, ist so. Schon. Das sind aber es sind halt so ein paar, wirklich, also Carcassonne muss man ja schon als Klassiker der Spielewelt irgendwie schon ansehen, fast, ne? Das ist einfach so, das hat super viele Fans und ist ja auch völlig in Ordnung. Also das, mich hat das nie so abgeholt, aber ich sage ja, das Nebel über Carcassonne habe ich auch hier, das finde ich auch gut. Das macht mir auch Spaß, ist ja ähnlich, ne? Also die Regeln sind ja nun nicht so weit weg, wie man da wertet und so ist ja fast gleich. Ja, da hat sich auch ganz, also eigentlich auch in den anderen Ablegern, man hat zwar Variationen gefunden, aber man hat vieles schon immer an dieses Grundspiel angelegt. Ja, genau. Egal ob Jäger und Sammler oder was auch immer es da gibt. Ja, aber dass die 200 gefühlten Variationen gibt, spricht ja auch dafür, dass die Leute darauf einfach Bock haben. Ja. Ja. Aber ist ja auch in Ordnung. Also man kann das ja auch sicherlich mal mitspielen. Mich hat es halt nie so abgeholt, aber auf jeden Fall ein gutes Ding. Das ist ja nicht umsonst da so drin. So, naja. Ja. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt mal gespannt, wie dann quasi nach direkt unserer Veröffentlichung ja die Gala dann loslegt und was dann stimmt dieses Jahr Spiel des Jahres wird, was sich als 45. Spiel hier einreiht. Das ist richtig. Obwohl ich dann einen harten Verdacht habe. Du hast dann einen harten Verdacht.
hat er mit Dörfern zu tun und mit ganz viel Romantik. Fände ich aber, auch wenn viele ja sagen, es ist obvious und so weiter, gibt es ja viele, die dann dagegen sind, dass es das wird, weil es halt so offensichtlich ist und so weiter. Ja, aber warum ist es denn offensichtlich? Weil es ein gutes Spiel ist. So. Und dann darf das auch gern Spiel des Jahres werden. Ich wünsche mir eher eine Extension. Ja, also ganz ehrlich, ich kann's solange, es nicht, Fun Facts wird, ist es mir eigentlich egal. Also ich kann es dir auch begründen, warum ich eher für Next Station London bin. Ja, ich bin gespannt. Ich habe das oder so. Ich glaube, man kann es länger spielen. Also weißt du, wie ich meine? Bei Dorfromantik hast du so ein bisschen so die Highscore-Jagd und dann hast du so ein bisschen deine Ziele erreicht, ne? Und das Gefühl, besser geht nicht. Und das hast du halt. Ja, man muss das, glaube ich, auch aus der Familienbubble sehen. In London nicht. Mhm. Ja, das bringst du halt auf den Tisch und da spielst du dann, ne, zwar auch sehr solitär deinen Block runter. Ja, aber da fällt es nicht so auf, wenn du irgendwann mal, sage ich mal, die gleiche Kartenreihenfolge ziehst, dass du das gleiche Spiel im Grunde nochmal spielst. Ja, weil du andere Linien baust oder alleine dadurch, dass du mit einer anderen Farbe anfängst oder so. Ich glaube, dass da halt das Spiel eine längere Zeit hat, die Chance auf den Tisch zu kommen als Dorfromantik. Bei Dorfromantik sehe ich die Gefahr, dass das halt bei vielen Familien ein halbes Jahr dann rauf und runter gespielt wird und dann der Reiz weg ist. Ja, die Gefahr ist durchaus realistisch. Das ist so der, warum ich mir wünschen würde, dass halt eher Next Station London gewinnt und nicht Dorfromantik. Und der Fun Facts, da denke ich mir so, wir hatten einiges, was so ein bisschen in die Richtung Partyspiel geht, jetzt die letzten Jahre mit halt auch mit Just One noch gar nicht so lange was her, ne? Ja, nee, also tut mir leid, also finde ich. Weiß ich nicht, also es hat ja auch Fans, aber für mich ist das belanglos. Ja, für mich ist es auch völlig belanglos. Also das ist, tut mir leid, also das finde ich schade. Ich will das auch nicht, gar nicht so schlecht machen jetzt, aber also ich hoffe nicht, dass es Spiel des Jahres wird. Ich hoffe, es wird einer der anderen meinen Titel und ich glaube aber auch, das wird so sein. Ja, wie gesagt, kurz nach unserer Veröffentlichung, wenn die ersten Hörer uns reingeklickt haben, können sie direkt danach erfahren, wer denn jetzt gewonnen hat. Ja, genau. Und dann oder beim nächsten Mal können wir darüber philosophieren. Wenn Sie schon wissen, wer gewonnen hat, dann könnt ihr hören, wie Jörg sein Ranking hatte. Dann habt ihr jetzt halt gehört, wie Jörg die anderen Spiele gerankt hat. Genau. Und beim nächsten Mal lassen wir noch zwei Sätze dazu fallen, wer es geworden ist. Und dann haben wir ein neues Spiel des Jahres und dann gucken wir auf, dann geht es ja schon langsam in den Spielemesse-Hype rein. Das ist richtig. Ja, das ist ja kein Scherz, aber wir sind Ende Juli, ne? Ja, dann, das ist so. Ja, wir haben Ende Juli, das geht jetzt. Los. Ja. Dann taucht die. Dann können wir uns schon mal auf die Vorfreude auf freuen. Auch, wenn sie nicht sogar schon da ist, weil die ersten Ankündigungen. Ist schon da. Ja, schon. Sind die ersten Vorschau schon gestartet? Ich habe noch nicht geguckt, die letzten paar Wochen. Ja, ist schon drin. Ja, natürlich. Einfach dadurch, dass. Also, das sag ich ja. Das ist schon echt krass. Aber dann geht's richtig, stimmt, ist schon da. Preview Now Live. Hab ich ja gesagt. Ja, dann geht's halt los. Dann geht's halt richtig. Aber ist ja auch okay. Ja, dann können wir hier irgendwann mal eine Folge machen. Auf was freuen wir uns am meisten? Ja, dann geht's jetzt ja die spannende Folge mit. Was wollen wir uns angucken und alles? Aber ein paar Folgen haben wir noch bis dahin. Ja, das ist richtig. Aber ich muss das eigentlich mal vorgenommen. Dann sind wir schon ein ganzes Jahr dabei. Das stimmt. So richtig. Können wir einjähriges feiern. Ja, also eins unserer großen Projekte, also das Quiz gegen das Knizia-Quiz ist ja hier tot hin, ne? Da gibt es ja irgendwie keine Freiwilligen für, ne? Ja, notfalls machen wir das live bei Meet and Play, falls es eins geben wollte. Ja, genau, das ist eine gute Idee. Auf der großen Bühne im Saal Europa. Oh mein Gott. Okay, dann schauen wir mal. Mal gucken. Ja. So, aber jetzt wir haben heute extra gesagt, wir machen heute keine 2-Stunden-Folge oder so. Sind wir weit von weg, 1:19. Ja, genau, das ist super. Das ist echt okay, glaube ich. Dann würde ich sagen, habt eine schöne Zeit. Lassen wir die Gehörgänge unserer Hörer heute mal nicht so hart. Genau, wir hören uns in 2 Wochen und wir sehen uns bei den Dice Brothers oder auf dem Blog.
Auf jeden Fall würde ich sagen. Dann spielt was Schönes, wie ich es immer so schön sage, bleibt uns gewogen und so. Und ja, hinterlasst gerne Kommentare, gute Bewertungen. Das hilft uns sehr, ne? Dann werden wir sichtbarer. Ne? Also wenn ihr irgendwo was dazu schreiben wollt, macht das gerne, bewertet uns auf da, wo ihr es hört. Und würde mich freuen, wenn wir ja dann sichtbarer werden und noch mehr Leute uns lauschen würden. Genau, das Übliche halt. Eben. Alles klar. So, das war mein Wort zum Montag. Montag, alles klar. Sozusagen. Ja, bis denne. Ciao, ciao. Macht es gut. Tschö, tschö.